Beitrag zu den Philotimoi, der Begriff des Paktes und Vertrags, wie er bei Deleuze beschrieben wird, ist ebenfalls interessant hinsichtlich dessen, was man mit Begriffen wie Freundschaft, Liebe, Treue, Vertrautheit verwendet. Wie soll man jenem Freund sein oder der mir Freund sein, wenn die Voraussetzung Subjekte betrifft, die sich selbst nicht einmal Freund sein können, weil sie so weit Wissen über sich haben, dass sie nicht authentisch ihrer selbst sein werden, da ihre Reintegrationsfunktionen nicht funktioniert haben. In dem Moment, wo ich jemanden Freundschaft anbiete oder anbiedere und ich ihm und ich mir selbst nicht Freund sein kann, bedeutet das nur, dass ich ihn einverleiben, verwursten, dem Dritten als Opfer auf dem Altar der Perversionsaustausche im wahren Optimalhandel anbiedere, ihn also zum Schlachtopfer für mich anstelle meiner verführen möchte. Das Gleiche findet immer statt in der Liebe, die nicht anders funktioniert zwischen Männchen und Weibchen, da die Weibchen in 99,99% aufs Dritte verdingt sind, auf die große Andere, sprich auf die Lebenserhaltung selbst, mit denen sie allein Vertrag, unverbrüchlichen Wortehrvertrag halten und das Verhältnis zum Zweiten nur zeitweilig illusionär, imaginär, mit wehenden Fahnen, in völliger Verliebtheit auf diese Zweitverschmelzung hinausläuft, wobei sich sehr schnell zeigt, dass auch dieser Zweite verwurstet wird auf dem Altar für Demeter, für Demetria, nämlich dem lebendigen Selbst, das es zu erhalten gilt in der Gleitmetonymie, in sich ersetzen, machen lassen und ersetzen des anderen. Also Freundschaft in diesem Sinne der akzentuierten Freundschaft eines Kayam, das können nur solche wie die Stoiker, die sich selbst schon zum Freund und nicht zum eigenen Feind geworden sind, indem sie es aufgegeben haben, sich verzehren zu lassen vom anderen, der äußere andere sein kann oder der andere in mir, oder auch umgekehrt den anderen zu schlachten, zu verzehren, zu opfern für ein schnödes, verräterisches Ziel auf Alienierung, Erweiterung, Fortsetzung der Wiederkehrketten hinaus. Freundschaft, Geliebte, Erastes, Eromenos, siehe den Diskurs des Symposion im Diskurs zwischen Sokrates und Alkibiades. Das Gedicht von Khayyam werden wir noch lesen, ein hochinteressanter Mann, den etwa wie Simplicius Simplicissimus keine Katastrophe der Täuschungen des Selbstgetäuschtseins und des Aufentnüchtertwerdens in diesen Selbsttäuschungen und in diesen Illusionen in Bezug auf Liebe und auf Freundschaft, gerade des besten Freundes, der zum tiefsten Verräter wird, verschont geblieben ist und der daraus am Ende seine kynischen Konsequenzen eines Zhuangzi oder eines Diogenes gezogen hat. Das ist das Nächste, was wir lesen werden an Gedichten, an Poemen.